Also ich zeige euch heute mein morgendliches Müsli. Ich esse mein Müsli im Sommer etwas anders als im Winter. Im Winter mache ich mir das warm. Dazu habe ich hier diese glutenfreien Porridgeflocken. Deshalb Porridgeflocken, weil das einfach dadurch viel sämiger wird. Die packe ich mit Reismilch, der hier von Alnatura. Mit Kalzium packe ich in die Mikrowelle. Ja, ihr werdet jetzt sagen, Mikrowelle ist nicht so gut, aber ich benutze es trotzdem. Packe ich so 5 Esslöffel von diesem Porridge mit Reismilch bis oben hin gefüllt und lasse es in der Mikrowelle 4 bis 5 Minuten bei 800 Watt warm werden. Und dann wird es so schön sämig. So, und dann. Nachdem das lasse ich das abkühlen. Ich packe da noch ein bisschen Milch rein, damit das nicht so arg fest ist und rühre das um. So, dadurch wird das alles ein bisschen geschmeidiger, weil da kommt noch ein bisschen was rein. Seht ihr, da lässt sich das schon viel, viel besser verrühren. Man kann ruhig noch ein bisschen rein. So. Und jetzt kommen die Pulvergeschichten hier. Einmal Zimt. Das muss sein. Da mache ich rein einen Teelöffel. Dann mache ich Maca-Pulver rein. Das hier. Das habe ich von DM. Genau dieselbe Menge, ein Teelöffel. Maca-Pulver soll gut für die Hormone sein. Und generell, also wenn man sich in den Wechseljahren befindet, sollte es sehr gut sein. Dann mische ich das Ganze. Zwei Bananen klein geschnippelt. Die müssen so richtig schöne Punkte haben wie hier, dann sind sie reif. Also manchmal nehme ich auch drei Bananen, heute nehme ich mal zwei. Irgendwie bin ich sehr satt, noch von gestern Abend. So. Einmal umrühren. Und dann kommt noch die zweite rein. Okay, das war's jetzt mit den Bananen. Werden schon umgerührt. Also mit den Bananen schmeckt das so top. Ich liebe Bananen. Und dann kommt noch eine Handvoll Gucci-Beeren. So als Topping. So, und ich lasse auch deshalb den Porridge ein bisschen abkühlen, weil wenn das warm ist, dann schmecken die Gucci-Beeren nicht so. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Voll lecker. Und ich trinke dazu noch so ein von Alnatura, so ein Kamille, Anis und Kümmeltee. Ja, das war's. Das ist mein Frühstück jeden Morgen. Ciao, Leute.